Wir machen heute tatsächlich Bulettenspieße mit Gouda, die sind super lecker, aber was brauchen wir denn eigentlich dafür, Sabit? Ja, dafür brauchen wir natürlich erstmal Hackfleisch, dann auch Gouda, Senf, Paniermehl, ein Ei, Öl, am besten Sonnenblumenöl zum Anbraten, Salz und Pfeffer und einmal Paprikagewürz edelsüß und einmal scharf. So, wir haben jetzt alle Zutaten zum Hackfleisch hinzugefügt und das werde ich jetzt mal ein bisschen vermischen. Ich forme jetzt den fertig durchgeknickelten Teig in kleine Bällchen. Ja, unsere Hackfleischbällchen sind jetzt fertig geformt. Diese werden wir jetzt in Paniermehl wälzen und danach in einer beschichteten Pfanne schön anbraten. So, das sieht so lecker aus. Also, ich gebe jetzt in die Pfanne ein bisschen Olivenöl und danach kommen die Buletten rein und die werden ordentlich durchgebraten. Ich werde jetzt den Gouda würfeln und danach die Spieße zusammenstecken. Immer erst den Käse und dann die Bulette. Unsere Käsespieße sind jetzt fertig. Und ich finde, die sehen auch ziemlich lecker aus. Genau, perfekt für eine gute Party. Und Finger frei. Genau. Sehen wir uns wie immer bei der nächsten Folge. Bei der nächsten Folge, ganz genau. Tschüss. Tschüss.